250 Gäste stießen zum Geburtstag des Tierparks der Stadt Haag feierlich an. 1973 wurde dieser von Bürgermeister Ernst Huber gegründet und entwickelte sich seither positiv weiter. Viele Eltern waren schon als Kinder im bekannten Tierpark. So zählt dieser heute mit rund 250.000 Besuchern pro Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region. Also vor 50 Jahren hat der Bürgermeister Huber entschieden, hier einen Tierpark zu errichten. Das war sehr umstritten in der Bevölkerung. Keiner hat sich das vorstellen können. Es war auf einer Projektliste, die von der Bevölkerung abgefragt wurde, auf dem letzten Platz und wurde als erstes umgesetzt. Da sieht man, wie er selber mit Herz hinter diesem Tierpark gestanden ist. Und wenn diese Entscheidung damals nicht getroffen worden wäre oder die Entscheidung andere verhindert hätten, dann wäre die Möglichkeit vom Tierpark und der Weiterentwicklung nicht gegeben gewesen und wir würden heute nicht so einen schönen Tierpark in Haag angesiedelt haben. In diesen 50 Jahren hat sich im Zoo auch schon die eine oder andere spektakuläre Geschichte ergeben. Wie sich Altbürgermeister Josef Sturm, der ehemalige Stadtrat Josef Meierhofer und Prokurist Johann Kogler erinnern. Die größte Herausforderung war, wie wir einen Sonntag um 4 in der Früh einen Anruf gekriegt haben, der Feil, der Tierpark, unser Tierparkmitarbeiter, der erste, wie der Bär draußen war, der ist dort oben gewesen. In der Siedlung ist der Bär spazieren gegangen. Da haben wir ein wenig geschaut. Aber es haben wir auch gelöst. Es ist gelöst worden und der Bär ist wieder friedlich ins Gehege zurückgekommen. Ein paar Tage vor dem 1. Mai sind ein paar Tierpfleger und ich zusammengestanden noch. Und auf einmal sind wir aufs Maibaum stehen gekommen und gesagt, getan. Und haben gesagt, naja, wo stellen wir denn auf, dass er nicht, uns nicht wieder gestohlen wird? Und haben gesagt, naja, mitten im Löwengehege stellen wir auf, da haben wir die beste Bewachung, was man sich überhaupt vorstellen kann. Dann waren natürlich einige gekommen und wollten nur stehen, haben gesagt, naja, wenn es euch traut, könnt ihr es machen. Wir haben ja mal eine Löwin da gehabt, die eigentlich sehr zahm war. Und die war von Kärnten, das ist von einem Zirkus ein junger Löwe aufgezogen worden von einer Frau und die hat ihn dann abgeben müssen und wir als Haager Tierpark haben den Löwen aufgenommen und diese Frau ist dann fast wöchentlich gekommen und ist zum Löwen gepilgert und hat mit dem Löwen gespielt, hat Ball gespielt und so. Das war eigentlich ein sehr zahmer Löwe und das war eine sehr schöne Zeit damals auch. Im Zuge des 50. Geburtstags eröffnete der Tierpark auch ein neues Bären- und Wolfgehege. Damit es den Tieren in Haag gut geht, wurde das neue Gehege möglichst natürlich gestaltet und bietet Rückzugs- sowie Beschäftigungsmöglichkeiten. Zudem besteht eine ständige zoologische Betreuung. Also wir haben jetzt versucht, die Bären für die neue Anlage eben vorzubereiten. Es ist so, bisher waren sie rein vom Beton umgeben und es ist natürlich bei Unwettern und so um einiges leichter Hand zu haben. Jetzt haben wir trotzdem auch Zäune oder Wassergräben und wir versuchen die Tiere eben so zu trainieren, dass sie auf Befehl in die Innenanlage oder in die Separationsgehege gehen, um zum Beispiel bei Unwettern oder so vorbeugen zu können, dass sie nicht ausbrechen oder den Tieren auch nichts passiert. Rund um die Geburtstagsfeier des Parks wurden viele Glückwünsche ausgesprochen. Tierpaten, politische Vertreter und Gäste vergönnen dem beliebten Ausflugsziel nur das Beste. Also ich wünsche dem Tierpark Haag, dass er weiterhin so gut angenommen wird von den Besucherinnen und Besuchern, weil ich denke mir, das ist auch der Lohn dafür, dass man die Tiere hegt und pflegt, sage ich mal, dass man aber auch die schöne Parklandschaft aufrechterhält. Und das wünsche ich natürlich in erster Linie dem Tierpark, dass die Besucherinnen weiterhin auch kommen werden. Der 50 Jahre Tourismusattraktion Tierpark Haag ist eine Sensation für die gesamte Region. Ich glaube, es gibt keinen im Mostviertel, der nicht irgendwann den Tierpark Haag besucht hat. Und daher finde ich es gut und positiv, dass dieser Tierpark immer wieder auch weiterentwickelt wird und immer wieder neue Tiergehege entstehen, wie heute hier auch das Bärengehege, das eröffnet wurde. Und da kann man dem Tierpark nur eines wünschen, dass die nächsten 50 Jahre genauso erfolgreich bleiben, dass es weiterhin gute Entscheidungen für den Tierpark gibt, damit noch viele Generationen in den Genuss kommen, hier mit der Familie einen schönen Tag in Haag zu verbringen. Dass es wirklich permanente Entwicklung gibt, permanent was Neues, denn der Tierpark Haag zeichnet sich durch eines aus. Man kommt immer wieder, übers Jahr, mit Kindern, Enkelkindern und auch einfach so, um zu schauen, um zu genießen. Und wenn das der Tierpark die nächsten 50 Jahre auch so liefern kann, dann mache ich mir keine Sorgen. Alles Gute zum 50. Geburtstag. Kaum ist das neue Gehege eröffnet, denkt man auch schon wieder an die nächsten Projekte. Im Zuge der Landesausstellung soll auch der Tierpark ein Ausflugsziel werden. Denn wenn Familien aus Niederösterreich Mauer besuchen, dann ist es nur mal ein kurzer Weg zu uns in den Tierpark, wo man dann den Nachmittag vielleicht noch
beim Tiere-Schauen verbringen kann oder auf unserem Spielplatz. Diesbezüglich wollen wir auch eine neue Attraktion, einen kleinen Indoor-Spielplatz, Indoor-Schulklasse und vielleicht einen Teil des Mostviertel-Museums auch in den Tierpark verlegen. Hierzu laufen die ersten Überlegungen und Projektskizzen. Die Gäste wünschten dem Tierpark alles Gute. Gefeiert wurde noch bis in den späten Nachmittag hinein. Und das mit Personal, Verantwortlichen und Gästen im Wirtschaftshof des Parks. Und auch die Bären hatten einen Grund zum Mitfeiern: ihr neues Gehege.